Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch Europa. Die letzten Monate waren wir in Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Griechenland unterwegs. Aktuell sind wir in Italien und dort wollen wir auch überwintern. Wir lieben Plätze in der Natur, gutes Essen und genießen jeden Tag unser neues freies Leben. Was wir dabei alles sehen, halten wir in unseren Videos fest. Wenn du mit uns auf Reise gehen willst, abonniere unseren Kanal und erkunde mit uns Europa. So, wir haben Wetterumschwung. Es regnet seit fast 2 Tagen. Es ist total windig. In Sizilien gab es Eisregen und Schneesturm. Da ist teilweise sogar die Alarmstufe Rot ausgerufen worden. Schulen und öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Hier geht's in Kalabrien. Also es ist extremst windig. Wir haben nur noch 8 Grad. Das Meer tobt. Also das ist Wahnsinn, die Wellen sind bestimmt 5 Meter hoch, so schätzungsweise. Der Hund wird voll geföhnt. Auf dem Campingplatz geht es tatsächlich. Durch die Begrünung hier kriegen wir Gott sei Dank nicht so viel mit, aber wenn man rausgeht auf die Strandpromenade, das ist echt Wahnsinn. Und das Meer kommt so hoch, also der Strand, wo wir sonst spazieren gehen, dieser grobe Kiesel, der ist komplett weg. Wahnsinn, ich zeig's euch mal. So, nachdem es heute Morgen ja der ganze Morgen geregnet hat, drückt sich doch jetzt die Sonne durch. Wir haben ca. 13 Grad und wir haben uns gedacht, wir fahren jetzt ein Stückchen hoch nach Kaolonia. Genau, das ist der Hauptort von dem Ort, wo der Campingplatz ist. Sagt man das so? Nee.
fühlt sich komisch an. Also wir sind in einem Ortsteil von Kaulonia, so rum wird vielleicht ein Schuh draus. Liegt 10 Kilometer hier vom Stellplatz entfernt. Bilder sehen ganz schön aus und dann gucken wir mal, wie es da jetzt aussieht. Kaulonia liegt auf einem felsigen Sporn etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel. Die Stadt hat heute mit all seinen Ortsteilen rund 7000 Einwohner und geht auf das Mittelalter zurück. Sie gilt als antike griechische Stadt. Charakteristisch sind neben den verwinkelten und wirklich engen Gassen die Türen der Stadtmauer und das byzantinische Fresko der Kirche San Zaccaria. Wer sich fragt, für welche Straßen Fiat seine Autos baut, der hat hier auf jeden Fall eine Antwort. Das historische Zentrum von Kaulonia soll absolut sehenswert sein. Leider können wir uns nicht so wirklich begeistern. Wir sind gefühlt ganz alleine in der Stadt und werden zudem auch kräftig von den Hunden hier angebellt. Also die Gassen extrem eng. Es war gut durchgekommen. Es war ziemlich dunkel in den Gässchen. Es war nicht dreckig. Ja. Es war teilweise so eng, wir waren uns gar nicht sicher, ist das jetzt eine Straße oder geht es hier zum Hof oder ist es eine Sackgasse, geht es hier weiter? Dann kam uns ein Auto entgegen, also irgendwie ein bisschen spooky. Ja. Und die Kirche, wo wir uns anschauen wollten, da war auch geschlossen.
Obwohl wir heute mal pünktlich waren, ne? Also vor 12, weil die Italiener haben ja pünktlich Mittagspause, da ist alles zu, auch die Kirchen. Diesmal waren wir früh, war trotzdem zu. Die Fresken waren abgehängt. Dann haben wir uns zweimal verlaufen, weil selbst Google Maps die engen Gassen nicht identifiziert hat. Naja, so ist es manchmal. Wir fahren weiter, oder? Wir fahren weiter. Genau, wir fahren weiter. Die Gemeinde Stilo gehört zur Vereinigung der schönsten Dörfer Italiens und hat einen typischen mittelalterlichen Grundriss. Sie liegt am Rande des Silo-Nationalparks. Neben dem Dom und dem Delfinbrunnen zählt die Kreuzkuppelkirche Cattolica de Stilo zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt, die seit 2006 auf der Liste für das UNESCO-Weltkulturerbe steht. Der Eintritt in die Cattolica kostet 5 Euro und das Ticket kann ausschließlich online gekauft werden. Das war aber eng, oder? Tada! So, wir haben einen Tipp bekommen vom Reinhold. Reinhold ist unser direkter Nachbar. Ich weiß nicht, ob man hier sieht. Bestimmt. Er meinte, dass samstags hier in dem Ort immer ein schöner, großer Markt ist. Und den wollen wir jetzt mal besuchen. Genau, und das ist ein typisch italienischer Markt. Also, ja, man hat Klamotten, man findet Obst, Gemüse, Wurst, Käse, frischen Fisch, sofern man was fangen kann. Also wenn die Fischer nichts fangen, dann wird auch auf dem Markt nichts angeboten. Das Gemüse ist so frisch, da hängt noch die Erde dran.
Also, und ja, wahrscheinlich werden auch ein paar Trödler dabei sein. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir finden. Wir suchen eigentlich nichts Genaues. Also, oder? Wir brauchen Alkohol für unseren Limoncello, den wir ansetzen. Ja, jetzt hat er schon ein bisschen was verraten. Alkohol brauchen wir. Und Gemüse. Gemüse, genau, das ist eigentlich so der Hauptmotivator. Und dann gucken wir einfach noch, was sich so findet. Also ich bin für die, hier mit dem Organa oben hier. Die mit, ja, mit mehr Farbe, ja, ohne Streifen. Ja. Ja? Schon einen Preis erfragen können? Pizza, was? Nee, zu groß. Grazie. Ciao. Ciao. Leidermann? Alkohol, Schatz. Ja. Alkohol! Ja. 96%, 95%. Ja. Einfach rein. Frisch, oder? Ja. Machen wir 1 Liter? Ja. Limoncello. Buongiorno. Manfred, wir haben das Decker, wenn ich es bin und habe was probiert davon, erzählt es erstmal. Okay, wie ist der Name für Blumenkohl? Ich habe es schon wieder verraten. Peperoni? Sieht gut aus, ne? Juhu! Also wenn wir schon in Italien sind und hier es sehr schöne, frisch gewachsene Zitrusfrüchte gibt, dann werden wir unseren Limoncello selber produzieren.